wir machen eine schöne Taskrunde. Ja, ne? Ja? Ich hab dich zwar gemeint. Fort! Ruhe! Ich wollte gerade fast auf Stopp drücken. Gitarren, ja. Beschütze dich wieder. Silas! Warte, dafür Chris Kate töten? Ich frag für einen Freund. So, Chat, ich versuch's nochmal. Es gab ein Thema, das ich gerade ansprechen wollte. Also, wer ist gerade aktiv am Zuschauen? Wer hat nicht mitbekommen, was ich schon angekündigt hatte? Beziehungsweise mein Anliegen, was mein Anliegen war? Der kann sich gerne einmal im Chat mit einer 1 endlich machen. Nee, ich gebe dir die Punkte zurück, Bruder. Das zählt nicht. Das. Ja, das Anliegen mit dem PC. Anscheinend die meisten AFK bzw. im Lurk. Ja, ich muss sagen, das ist für mich schon sehr unangenehm, das Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Punkt, der mich seit einigen Wochen schon beschäftigt, tatsächlich. Da mein PC auch in den letzten Wochen vermehrt Probleme macht, habe ich halt einfach die Angst, dass das Ding irgendwann mal einfach ausgeht, nicht mehr angeht. Und ich dann halt in Zugzwang bin. Darauf habe ich keinen Bock. Also für die, die da sind und sagen, yo, ich kann dich supporten, ich habe da ein paar Groschen über. Seid herzlich eingeladen, da rein zu supporten. Auf ihre. No, oh, Mello. Ich liebe Inverted. Ich hatte es mir schon gedacht, ne? Aber ich fand es sehr schön, wie du da gegen die Lab-Tür gelaufen bist. Was? Also, das schaffe ich auch, wenn ich nicht Inverted bin. Wer hat den Kill gemacht? Keine Ahnung, ich war in der Task. Hallo, Andy. Wo liegt der denn? Im O2 in diesem Raum, wo man die Gasflaschen auffüllt. Da also steige ich doch auch. Also wenn es 9 Sekunden alt ist, dann kann es Smeggy nicht sein. Und nee, es sind Toram weniger als 9 Sekunden. Kann Yuka so rausnehmen. Dann ist es so oder so. Und Ninu kann ich auch rausnehmen. Die kam mit mir Richtung Bessie und ist jetzt bei Robins. Das nicht so Biene. Ich kann Biene rausnehmen. Yuka kann es auch nicht. Möchte ich auch sein. Raus, Foxy? Hallo, warum nimmt ihr mich nicht? Vor 6 Sekunden da reingelaufen, da hat noch keine Leiche. Ich hab die ganze Runde mit Biene gekuschelt, also lass mich in Ruhe. Wir waren nicht viel zusammen. Aber ich war mit euch an der Lifeline? Vielleicht? Vielleicht? Irgendwer war noch. Es waren 5 Leute aus Specimen. Ich war mit dabei, Yuka war mit dabei. Yui? Yui war da. Chris K war in Lab. Ich glaube, es war ein Warlock. Ja, also als ich halt aus der Task kam, lag er vor meinen Füßen. Das war schon, was du gesagt, ja? Ja, ich bin mit zu dir an die Task rangelaufen und dann hat es reported nach 5 Sekunden. Hab Arnello auch gar nicht gesehen irgendwo. Arnello habe ich gebeten, habe ich ja schon gesagt. Im Gasflaschenraum, ja? Also es wird jetzt genau. Running Gag getroffen. Arnello bitte nur noch als Vampir können, danke. Ja, er hat gesagt, er will mich beißen, aber ich habe ihn gebissen. Wieso sagst du das nach 100 Sekunden Meeting? Ja, Höflichkeit. Nein, nicht du. Ach so, sorry. Wieso kommt nach 100 Sekunden Meeting? Ja, das war ein Warlock, ich bin mit da. Ich habe schon Anfang gesagt, nein, ich glaube, es ist ein Warlock. Das kam schon ein bisschen früher kurz immer zum Gespräch. Das ist so, ich wollte jetzt Andi. So, ich gesse jetzt Slam of Warlock. Okay. Nein. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, mach bitte. Nein. Ich bin für den Gag. Damit ihr Bescheid wisst, wenn ich nach dem Meeting tot bin, dann habe ich mich mit Adnelo geschiftet und er wird was nicht Gutes gewesen sein. Yoshi, danke dir für 32 Monate. Kuss. Oder ich lüge einfach nur. Ich gehe jetzt an die Lifeline. Ich hoffe, du bist trotzdem tot.
Andi war ja. Das klang viel zu sehr nach einem echten Wunsch. Nein, das Mate. Was aber gut ist. Was sehr gut ist, weil der Eraser wird sich. Wird Viras ausrollen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ausgang obere Dekon, wenn du die Lab raus. Ausgang Lab, also ne? Linke Tür. Da liegt Andi. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da gekillt hast. Das wäre echt übelst. Nein, nein, also ich kann es ja jetzt outcallen. Firas kann bestätigen, dass ich Crewmate bin. Oh. Okay, ja, Firas ist auch da in Best. Genau, das habe ich auch gerade im Chat geschrieben. Meine Rolle ist weg. Also, wenn die oben, mir ist keiner gerade entgegengekommen, ich bin gerade ins Lab reingelaufen, muss also weggewendet sein. Ich dachte ja, ich echt, Chriske hat meine Rolle genommen. Wie lange warst du da oben, das länger mit die Conny, ne? Du bist durchgelaufen einfach normal, oder? Alter, Chriske, ich dachte, du bist der. Ja? Ja, sorry, ich war gerade ab. Ich war du bist einfach durchgelaufen, du warst jetzt nicht mehr ja. Dekon irgendwie länger gestanden. Ja, gut. Dann genau. Ist der Kill echt frisch und ich gehe mal davon aus, dass der Killer gerade mal so Richtung Welt gelaufen ja, ist. Also alle, die sich jetzt sehen würden, könnten sich drauf. Den Kill habt ihr auf jeden Fall nicht gemacht. Wenn es im Lab ist, würde ich Yui und Ninu rausnehmen. Kann, ja, ich hätte mich auch gewundert, dass er in der Dekon liegt, deshalb war ich gerade so ein bisschen verwirrt. Die außerhalb, ne? Ja, ja, okay, das kann sein, tatsächlich. Leim, wo bist du gerade? Mit Yui, Kaira in O2. Okay, Yuka? Ich bin gerade in Koms und habe vorher, ich glaube, Knuffi und Chris K. da gesehen. Toram? Das stimmt. Ich bin oben oberhalb von Electrical, hab vorher Foxy. Noch Yui und Ninu gesehen. Ich bin oben im Lab, habe ich aber schon gecallt, dass da gerade keiner rausgelaufen ist. Okay. Knuffi? Weapons? Chris K., wo bist denn du gerade? Ich bin aus Dings ja aus Lab rausgelaufen, bin dann zu Koms runter und bin jetzt vor Electrical. Wo bist du lang gelaufen? Unter Storage lang. Okay. Warum bist du nicht mit mir in die Dekon? Ich glaube, in der Zeit hättest du das nicht geschafft, Chris Gay, oha. Giras, ich hab dich nicht geschiftet. Was willst du von mir? Ja, deswegen, ja, sass ich dich. Ja, und? Ja, hä? Was? Ja, er kam mit mir nicht in die obere Dekon, ist Richtung Vent gelaufen. Ja, ich habe geguckt, wer da auf dem Vent steht. Ah. Und wer stand da auf dem Vent? Das ist Maggie, der ist aber zurückgelaufen. Kitando, wo bist du? Ich bin Maggie ist eine gute Nudel. Electrical zum Dropship rübergelaufen, zum Lab. Ich bin auch irgendeiner Person mit Ohren gekreuzt, aber ich weiß jetzt nicht. Könntest mir gekreuzt sein. Ich hatte dich ja ganz am Anfang gesehen. Das sind die sicher. Antipille. Ja, richtig. Ach ja, an die Killer. Firas ist Sheriff geworden, ne? Ihr könnt ihn guessen. Ja, und du bist Hacker geworden. Firas so ein Esel, dass er seine Rolle callt. Firas so ein Esel. Gut ist halt, ich kenne Firas Rolle jetzt eindeutig.
Das wird nicht Louis sein. Als du an der Lifeline vorbei bist, hattest du auf die Lifeline geguckt? Ja. War der Yuka schon tot? Ja. Ist aber erst gefallen. Okay. No, Yuka liegt, genau, der ist schon länger tot. Also Firas würde ich rausnehmen. Der ist nämlich, wenn der sie da auch schon mal, als ich an die Lifeline vorhin ran bin, war sie nämlich auch schon tot. Sie liegt im Gasflaschenraum. Ja, dann auch Chris kenn nicht. Ich hab Leiche gesucht. Gasflaschen, ich bin im Boiler Room. Hab ich auch gerade reingedippt, habe ich nicht gesehen. Okay. Doch, ich bin am linken Wasserrad. Ich bin am linken Wasserrad. Wie alt ist denn der Kill? Hast du auf dein Hackerpult geguckt? Maul, tatsächlich, ich bin mit Absicht nach links gelaufen, weil ich vorher, nämlich bevor ich in Office rein bin, Yuka und Maggie gecrossed habe. Und dann an der Lifeline sehe ich, Yuka ist tot und dachte, okay, die muss irgendwo links liegen. Ach, Firas, du bist so ein Esel, ne? Firas ist so ein Esel. Ich war Hacker und hab ihm die Rolle gegeben. Bruder, und er war nicht Sheriff. Also, Bruder, Firas, ne, du bist so ein Keck. Ja, Alter, das war so schlecht geplayed, Bruder. Egal. Chris, wie bist du gelaufen? Ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Was sagst du? Wie bist du gelaufen? Biene raus, ich hab die Leiche gesucht die ganze Zeit. So, du kannst auch aus links die Richtung. Du bist ja, rechts gelaufen. Ja, 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 aber wie gesagt, der Kill ist schon 15 Sekunden. Also ja, ja, die waren oben im Lab, als ja, ich runter bin in Dingens. Deswegen kann ich sagen, wenn das 15 Sekunden her ist, dass die Leute raus sind. Also, ja, ich meine Einschätzung von, ich bin halt, deswegen will ich kurz sagen, ich bin von der Lifeline aus einmal in Comms reingedippt, einmal in Weapons reingedippt, dann in Boilerraum und dann in Gasflaschenraum. Ich würde jetzt schätzen, das ist ungefähr 15 Sekunden. Also wenn Firas, guck mal, wenn Firas sagt, als er in die Lifeline gegangen ist, ist der Kill gefallen, weil ich bin mit Firas im Specimen gewesen, wir sind zusammen rausgelaufen, dann wird Firas, also wir sind, wie gesagt, zeitgleich rausgelaufen, dann werde ich da bei Comms to Weapons irgendwo gewesen sein, als der Kill passiert ist. Ich habe dort in der Nähe auch niemanden gesehen, auch niemand ist mir entgegengekommen. Ich habe erst meine Trash-Task gemacht, habe den rechten Boiler-Task, habe die rechte Boiler-Task, die linke Boiler-Task und Wasser aufgefüllt. Ja, ja, Yuka war 4 Schritte vor dir ungefähr. Also ich bin erst Yuka kurz gecrossed, bevor ich dir gecrossed bin. 3 Sekunden vorher oder 4 Sekunden vorher. Also die muss so wahrscheinlich safe. Richtig safe ist Maggie trotzdem irgendwie. Ich. Doch, hundertprozentig. Aber die Kills fallen noch sehr langsam, ne? Ich krieg wieder 2 Votes, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, gibt alles Sinn. Das ist halt immer schwierig alles, ne? Sekunden. Mach mal. Hat Foxy vor mir gekillt. Ich hab so getan, als wäre ich Sheriff, was ich nicht bin. ganz kurz, ganz schnell. Warlock, Thief, Jakal, Eraser haben wir noch. Warlock war Storage. Der war mal mit dem Lover. Ich hab Louis' Stimme verwechselt. Süß. Ich hab Louis' Stimme verwechselt. Maggie wollte dich nur ärgern. Ich hab die Stimme verwechselt. Das fand ich sehr lustig. Aber Moment, wenn sie Lover sind, wieso callt Yui das jetzt aus, wenn sie mit dem Bösi Lover ist? Das macht gar keinen Sinn, oder? Naja, ja, wir haben gerade gleichzeitig gegessen, aber er war eh Lover, die Sau. Naja, vor allem, er wollte mich verkaufen, ist, die Hure. Vielleicht hat sie es nicht gemerkt, oder? Vor allem, warte mal, was? Sie kann ja nur Medium gewesen sein, wenn sie Rollen kennt. Ja, oder Snitch. Keine Ahnung, ich
fand das sehr lustig. Stimmt, Maggie war für mich safe und ich wollte ihn nur verarschen. Wow. Ich wollte ihn einfach nur verarschen. Ey, wenn man Manning Schild hat, dachte ich, kann man sich mal einen Spaß erlauben. Und dann will er mich killen, weil er dachte, ich kill ihn. Mach einen Step zu mir, kann mich nicht killen. Du killst einfach Foxy vor mir. Ich fand das sehr lustig. Oh mein Gott, fand ich das lustig. Okay, warte mal. Aber wir haben halt, wir haben trotzdem verloren, ne? Wir haben noch vier, also drei Killer. Also wir haben ein Duo, ein Imposter-Duo, wir haben den Jackal noch und das sieht jetzt gerade schlecht für die Crew aus. Ja, aber bist du sicher, dass wir noch okay, drei Smacky Killer kann haben? Eins von denen gewesen sein. Nicht. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Biene hat doch gesagt, dass sie ihn doch... Kriske hat oben oder oben und die schon gekillt, die Ratte neben mir und ist dann weggelaufen. Kriske ist für mich übrigens auch Killer, weil ich das Gefühl habe, dass du mich die eine Runde killen wolltest, als du auf mich zugegangen bist. Und dann hast du mich angewinkelt, um mir zu sagen, hey, du hast mein Medic-Shield von mir. Was ich aber nicht von dir hatte, weil ich weiß, wer mir das Medic-Shield gegeben hat. Okay, Kriske, bist du Killer? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, ich werde dich nicht voten für diese Aussage, aber für mich bist du ein bisschen zart. Oder man muss meinen Namen kennen. Sonst weiß ich nicht, also wenn wir noch drei Killer unter uns haben, würde ich schon irgendwie voten. Ich weiß nur, also für mich ist Kyra auf jeden Fall gut. Das ist aber die einzige, die ich irgendwie gut finde. Wow. Ich habe letzte Runde eigentlich sogar schon meine Rolle outcallt, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich werde nicht aus dem Gefühl heraus jetzt Chris K. voten. Das wird so ein bisschen zu stupid. Ich vote wen anders. Ja, wen denn? Hey, Chris K. ist es. Ich hab jetzt mal gucken. Was ist denn das für ein Aufspringen jetzt, Alter? Ich hab dich nicht gewotet. Wild. Guten Chat. Guten Chat. Was, ja, aber sie hat mich ja die Runde davor schon gesasst, also... Alter, ich hab so gelacht gerade. Alter, das war so gut am Anfang. Und da sind die Lava tot, so ich so, Lava? Das Problem ist, ich hab deine Stimme mit Ninos Stimme in dem Moment verwechselt. Ja gut, wirklich, ich hatte gerade... Gut, dass wir gemutet sind. Ich hatte gerade so einen Todesfall an... Sterben mussten. Man merkt, dass du krank bist. Ja, das ist klar. Und erkältet. Ich bin auch so die ganze Zeit. Alter, tatsächlich beides, ja, danke. Du hast mich so verkauft, Maggie. Nein, du schiftest mich erstmal und dann gehst du mich raus. Ja, aber du Idiot hast dich ja als Hacker gecallt, Bruder. Dein Play war ja so dumm. Ich hab dich als Hacker gecallt. Ja, aber das glaubt doch keiner. Was warst du denn vorher? Ja, Time Master, lass mich nicht mehr dran. Nein, du wurdest erased, du Esel. Ich hab eine Crewmate-Rolle übernommen. Oh mein Gott. Dann ist es ja echt praktisch, dass du... Ich hätte nicht mal den Eraser callen können. Oh, okay, der Eraser ist tot. Alter, wird so verkackt. Oh, ich hoffe, Nino killt Biscay. Ich will nicht, dass er einen Lover-Win hat. Na, oder Knuffi, reicht ja schon. Nee, sie kann ja Knuffi nicht töten. Knuffi ist eine Crewmate-Rolle. Nino hat sich den Warlock gegönnt. Ach nein. Ei, du dieses was, Luster. What the fuck? Ja, wild. Zwischen Comms und Weapons liegen zwei Leichen. Und Knuffi tanzt darauf herum. Ich wollte darüber reden. Aber du hast mir noch nicht genug Zeit gelassen. Ja, da lag, ich glaube, Kyra. Ich glaube, es war gelb. Und, nee, Kyra ist schon viel früher gestorben. Was war es denn dann? Oder? Es war irgendwas gelblich oder orangenes. Oh Gott, ich bin verwirrt. Warte. Also, es wurden gerade drei Leute angezeigt. Nee, Kyra war doch noch bis vorhin gerade da. Oh Gott, vielleicht wechsle ich das mit der Runde davor. Okay, das kann natürlich sein. I don't know. Ich weiß nur, es wurden drei Leute angezeigt, zwei lagen da und du bist drauf rumgetanzt. Das ist alles, was ich gesehen habe. Ich bin verwirrt. Ich hatte aber nur eine gesehen, nämlich Kyra. Wo lag denn da die zweite? Naja, direkt vor der Weapons-Tür, wo ich jetzt gerade stehe. Das Ach so, war... na dahin kam ich noch nicht mit dem Blick. Oh, wen hab also ich da nicht weiß, dass es Chris K. ist. Ich weiß noch nicht, wie ich sagen soll, dass ich es weiß, ohne meine Rolle zu sagen.
Haben wir noch einen Geister drin? Ja, oder? Ah, dann weiß ich, was ich da gesehen habe. Ey, da war mein Slime, sagt nicht mehr. Pass auf, bleib einfach ruhig hier. Okay? Einfach still sein. Ich nicht mal mehr von deiner Rolle reden. Okay. Ich bin Medium. Ach Mann, ich versuch dich zu retten! Ich war ja nicht Medium. Ich weiß nicht, wo er jetzt war. Du warst Tracker, oder? Ja, ja. Mann, ich bin doch vor dem Major. Ich hätte noch was reden können. Entschuldigung. Vor allem, ich sehe, dass du kommst mir entgegen. Ich drück auf Spam.